Und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Hier seht ihr meinen neuen Ferrari. Ich bin ja schon ein Rennen zuletzt damit gefahren. Allerdings war es mehr so ein Hütchen ausweichen. Ihr kennt ja diese komischen Veranstaltungen. Jetzt. Heute geht es zurück auf den Silverstone Racing Circuit in Northamptonshire, England. Silverstone, ja. Und gleich mit der neue Michael Schumacher Ferrari S699. Das heißt, ich kann hier die klassische europäische Tour fahren. 3 Runden. Oha, ich habe schon über 636.000 Credits auf der Hundkante. Masters-Klasse, Rennen 11 von 17. Ja, oioioi, ich bin schon gespannt, was nach den Masters kommt, weil die Masters sind im Prinzip ja wie die ganzen anderen Vorgänger auch. Also wirklich Unterschiede zwischen den Klassen gab es noch nicht. Wie gesagt, ich hoffe ja immer noch, dass man irgendwann mal in der größten Klasse vielleicht ganze Rennen fahren kann. Bisher war es leider nicht so. So, keine Ahnung, eine komplette Formel-1-Renndistanz in Silverstone, das wäre doch mal cool. Ja, oder nochmal andere Strecken, ein paar neue Strecken aus der Formel 1, die man so kennt. Jetzt geht's erstmal hier in Silverstone mit dem F. Keine Ahnung, was war denn das jetzt? Schauen wir mal. Naja. F430, 2, 1, los! Oh. Ach ja, ich muss ja selbst schalten, da muss ich jetzt erstmal wieder... Uiuiui, da habe ich ja wahrscheinlich das völlig falsche Auto genommen. Eins, was ich überhaupt nicht kenne. Oh, hier gibt es nicht mal den Originalkurs. So, jetzt muss ich mich hier echt konzentrieren, denn ich kenne das Auto ja nicht so richtig. Ja, die Geräusche sind immer extrem. Oh, ich hätte hier schalten können. Aber ziemlich lang übersetzt, das Teil. So, jetzt habe ich ihn endlich. So, jetzt kann ich nach vorne gucken, vor mir einen McLaren. Perfekte Kurve. Ja, es ist immer so, wenn man ein neues Auto fährt, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Die reagieren hier in Forza alle anders. Das ist total geil. Und ihr seht es ja an dem hier. Ich komme noch nicht hinterher. Ich habe mich da scheinbar wirklich total verpokert. Komm schon, komm schon. Ja, also von der Leistung her... So, jetzt mit Ach und Krach, anders geht es nicht. Jetzt komme ich hier nie voran. So, immerhin schon Vierter. Den ersten sehe ich noch, den kann ich dann eventuell in der letzten Runde knacken. So, jetzt erstmal an den Lamborghini überholen. Was vor mir jetzt fährt, weiß ich nicht. Ah, da ist er wieder, der Lambo. Und da kommt hier der McLaren. Oi, 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 oi. Ah, verdammter Käse. Ja, ihr seht es, wenn man zu viel will. Aber der zweite Platz in diesem Rennen ist durchaus möglich. So, die Kiste ist natürlich noch nicht getuned, das merkt man wie beim F40. Vierter bin ich, die beiden kann ich noch kriegen. Oh, oh, oh. Nee, da, oh, das wollte ich nicht. Ja, jetzt geht es so, warum? Weil ich jetzt die Festplatte drin habe. Da kann ich so zurückspulen, schon geil. So, komm, weiter. Diesmal... Okay.
werde wahrscheinlich keine weiteren Rennen mit diesem Ferrari fahren. Ich habe ihn eigentlich nur genommen, weil ich ihn extrem cool fand. So rein optisch. Oh, das war sehr hart. Aber ich habe es geschafft. So, immerhin Dritter. Einer müsste noch... Oh, wir fahren beide da vorne. Mal gucken. Ja, es wird eng. Mit einem Ach- und Krach-Manöver in der letzten Kurve vielleicht. Ich glaube, ich verliere durch dieses Driften eher Zeit. Ah, das war auch nicht so gut. Ja, ich werde mich hier wahrscheinlich mit Platz 3 abfinden müssen. Noch eine Runde gibt es ja leider nicht. Ja, okay. Also ein neues Auto, zu ungewohnt, zu sehr Heckschleuder für mich, für meinen Geschmack. Ja, aber Dritter, immerhin. Einer abgewandelten Silverstone-Rennstrecke hier. Wobei ich Silverstone ja eigentlich ganz cool finde. Aber gut. 15.000 und Stufe 44, 35, Stufe 34. Ich bekomme wieder ein neues Auto geschenkt. Wow, sehr geil. Ja, Autos geschenkt bekommen ist sowieso immer cool. Mal gucken, was es diesmal Schickes gibt. Ja, ein Roof. Das sieht aus wie ein Porsche, ist aber kein Porsche. Dann gibt es hier McLaren, Ferrari, den Gallardo. Den 5,2 Quattro hatte ich schon. Es ist eine Heckschleuder hier. Lambo habe ich schon. Den MP4 fand ich nicht so gut. Den Italia. Ultimativa Tourer. Ich nehme mal hier... Nein, den wollte ich nicht! Oh, verdammt, das habe ich doch schon gedrückt. Kann ich noch zurück? X freies Umsehen. Ja, wollen wir mal mit dem fahren? Das ist ja... Hier steht Ruf, aber das ist doch Porsche, ne? Oder was? Ich weiß nicht, warum hier in Forza 4 kein echter Porsche mit bei ist. Ja, der sieht schon schick aus. Trotzdem gehe ich nochmal zurück. Ah, da bin ich. Dann habe ich den MP4 McLaren. Dann hätte ich noch den Gallardo. Der ist jetzt übrigens freigeschaltet, weil ich eine Festplatte drin habe und die Zusatz-CD installieren konnte. Ich nehme den Lamborghini Gallardo. Auch in Gelb. Jawohl, ich nehme den Gallardo. Damit werde ich dann auch direkt das nächste Rennen fahren. Mal gucken, wo es hingeht. Also der Gallardo liegt mir auf jeden Fall besser als der Ferrari gerade. Und heute kehren wir zurück auf die Strecke der historischen Road America. Road America, mal gucken. Welche war das? Ja. Ich nehme mal Auto wechseln. So, was habe ich denn so Schönes? Ja, mit dem werde ich nie fahren. Eigentlich kann ich auch schon mal wieder ein paar verkaufen. Na, hier der Countach war schon mal schön. Schönes Erlebnis damit zu fahren. Da ist er, der Gallardo. Nehmen wir den. Und dann fahren wir mal hier bei S700 mit. Rennen starten. Das müsste doch zu machen sein in der Masters-Klasse. Rennen 12 von 17, Supersportwagenrennen. Eine Veranstaltung für die exotischsten Hochleistungsserienwagen der Welt. Ja, ich hatte die Hoffnung mit dem Installieren der Zusatz-CD, die ich ja jetzt endlich drin habe, dass ich auch einen echten Porsche fahren kann. Aber das scheint ja in Forza 4 komischerweise nicht möglich zu sein. Es gibt nur diesen Ruf, aber keinen echten Porsche. Was sagt ihr dazu? Ich find's schade. In Forza 3 konnte man noch Porsche fahren, waren nicht meine Lieblingsfahrzeuge. Aber rein vom Ding her, Porsche muss doch dabei sein, oder was? So, Rennen starten. Ah, ich weiß schon, welche das ist. Das erste Mal mit dem Gallardo. Ah, ja.
3, 2, 1, go! Oh, Allrad geht schon mal gut ab. So, den Ruf nehmen wir schon mal mit. Oh, nee, doch nicht. Gibt hier ziemlich lange Geraden. Bin ja gespannt, ob ich da eine Chance habe. Ah, der liegt schon wieder ganz anders als der Ferrari. Gefällt mir schon mal viel, viel besser. Oh, viel, viel schöner. Ich weiß nicht, also einige Ferraris, allgemein einige Autos, liegen mir nicht. Aber dieser Lamborghini hier liegt mir schon mal wirklich sehr gut. Top Speed ist nicht der Bringer. Also ich muss. Das Rennen in den Kurven gewinnen. Vor mir ein McLaren, den hätte ich ja auch haben können jetzt. Kurve. Ah, da geht er natürlich auch raus. Was ist das? Königseck? Ist auch nochmal so ein Auto, was ich haben will. Geil vorbei hier. So, Dritter. Mal gucken, ob ich in den verbleibenden Zeit vorne rankommen. Das Problem ist ja echt wirklich meine Topspeed. Da hänge ich echt hinterher, aber ich muss es halt in den Kurven gut machen. Also wie in Forza 3 gefällt mir der Gallardo schon mal wieder ziemlich gut. Und wie es aussieht, komme ich ran. Kommt natürlich gleich die lange Gerade. Da verliere ich garantiert wieder ein bisschen was. Aber die Runde ist ja ein bisschen länger. Das ist ja auch nicht die volle Distanz hier, die volle Renndistanz, oder? Ich glaube nicht, ne? Okay, so viel habe ich gar nicht verloren. Und es sieht gar nicht so schlecht aus für den restlichen Rennverlauf hier. Ja. Und jetzt kommt wieder eine lange Gerade. Kurve nicht so ideal optimal. Aber dann geht es hier ins Geschlängel rein, da wo ich vielleicht aufholen kann. Vielleicht werde ich noch Zweiter dieses Rennen. Okay. Kurve nicht perfekt, aber vielleicht habe ich ja trotzdem was aufholen können. Weil wenn dann jetzt. Wenn dann jetzt. Aber es wird knapp, es wird echt eng. Weil die sind auch nicht gerade langsam unterwegs da vorne. Aber am Lambo bin ich dran. Das ist ein Aventador, glaube ich. Glück gehabt. Jetzt kommt wieder. Windschatten. Ah, jetzt fährt er dann doch weg. Ja, das ist gut. Platz 2. Na, okay, Platz 1, das war's. Da komme ich nicht mehr ran. Ja, der ist weg. Der ist weg. Schade. Im Start, am Start. Ja, mangelnde Speed auch. Muss ich aufpassen, dass ich nochmal überholt werde. Zweiter. Road Atlanta.
So, fortsetzen gegen den Ass. Was war das? Neues Abzeichen. Lamborghini Enthusiast. Oha, 19.000. Dann gibt es hier nochmal. Lamborghini Affinitätsstufe. Gibt es nichts Neues. 65.000. Leider kein neues Auto diesmal wieder. Also das nächste, die nächsten echt heißen Renner müsste ich mir dann schon selbst kaufen. Mit wem fahre ich denn das nächste und letzte Rennen für dieses Let's Play nochmal? Schauen wir mal. Glückwunsch, Sie haben diese Veranstaltung abgeschlossen. Jetzt geht es zurück nach Kalifornien für ein Rennen auf dem Mazda Raceway Laguna Seca. Okay, kurvig, nicht kurvig. Oh, Auto wechseln. So, Gallardo bin ich gefahren. Und dann möchte ich zum krönenden Abschluss vielleicht nochmal mit meinem... Ja, der Diablo GTR ist schon geil, aber noch geiler finde ich eigentlich den F40. Und damit werde ich dann auch antreten. Ferrari 8-Zylinder Leistungsschau, jawohl. Ah, okay, geht nicht. Das geht. Oh, North America Tour. Diese Klasse R2-Serie wird in den USA ausgetragen und ist offen für alle R2-Autos. Gewinn 8.000. Ja, da sind wir ja mal gespannt. Mit meinem getunten Ferrari F40. Ich will ja später auch noch den F40 Competizione oder wie er heißt haben. Der hat noch mal mehr Rennperformance. Also, hoho. Ja. So, die richtigen Rennautos sind auch nicht ganz so meins. Also, alles, was so auf Deutschlands Straßen rumfahren kann und darf, das sind so meine Autos, die ich wirklich cool finde. Rennen starten. Und, ja, schauen wir mal. Hey. Oh, da stehen aber Heckflügel en masse. 3, 2, 1, los! So, jetzt habe ich hier wieder so viel Power, dass ich das gar nicht handeln kann. Muss ja mal zurückspulen. Ja, mit Festplatte geht das jetzt so richtig geil. Oh, weiter geht nicht. Fährt da eigentlich rum? Was sind das? Ja, der Sound ist schon cool. Ah, aber dann beim Anbremsen. So, die Autos fahren sich alle anders. Da muss man sich jedes Mal wieder vom Neuen dran gewöhnen. Auch der F40 jetzt ganz anders als eben der Lambo. Wieder mehr Heckschleuder. Ist natürlich nicht die Strecke für einen F40. Oh, herrje, ich fahre mir meine Spoiler kaputt. Alles nur, weil der mich nicht vorbeilässt, dieser... Jetzt vielleicht zwischenstechen. An dem komme ich jetzt vorbei. Ah, verdammt. Jetzt kann ich nicht mehr zurückspulen. Ah, ich kann das nur dreimal, ne? Stimmt, das geht nur noch begrenzt mit diesem, in dieser Fahrstufe. Ah. Jetzt muss ich mich wieder ranarbeiten. Oh, von hinten kommt der Viper. Doch, hä? Wieso kann ich jetzt wieder? Ist ja merkwürdig. Ja, diesmal
Was? Oh, schon wieder. Und jetzt kommt die Viper da auch noch zwischen. Will hier mal ein Wörtchen mitreden. Ja, zu oft Auto wechseln sollte ich vielleicht dann doch auch nicht mehr machen. So, wieder Dritter. Letzte Runde, vielleicht komme ich ja noch mal einen Platz nach vorne. Ja, das Auto ist nicht optimal für die Strecke. Also muss ich hier wirklich konzentrieren, oder sagen wir mal, ich muss mich hier richtig konzentrieren. Ich will, dass das Rennen gewinnen wird wohl nicht mehr drin sein, aber Platz 2. Oh, hier fange ich immer an zu eiern. Muss ich hier nochmal um Platz 3 kämpfen. Mann, das war ja... Ich hätte gedacht, ich trete hier mit dem G40 an und werde unschlagbar sein. Und im Prinzip habe ich nur meine eigenen Fehler. Alter Falter! 2500 Schaden. Naja, immerhin gibt es eine neue Stufe. Nein. Oh doch, eine neue Fahrerstufe. Das heißt, es gibt ein neues Auto. Mal gucken. Also der Ferrari war gerade schon wieder richtig heftig. Die anderen beiden waren einfach der erste zu heckschleudermäßig, der Lambo zu flau im Gesamtvortrieb. So, was gibt's jetzt? Oh. Hoho, ich meine, so, fangen wir mal links an. Was? Boutique-Sportwagen? Wiesmann. Devon GTX. Ich möchte mir den Berton gerne mal genauer angucken. Ah, sieht ja mal mega futuristisch aus. Gucken wir uns den Devon auch noch mal an. Wow. Hoho. Ja, ansonsten... Ja, Gucken wir uns den noch mal an. Rossion. Ich nehme mal den. Ich kenne gar keinen außer den Wiesmann da gerade, was das war. Aber okay. So. Glückwunsch. Sie haben diese Veranstaltung abgeschlossen. Das war's für dieses Let's Play. Jetzt geht's zurück nach Fujimi Kaido für ein Rennen auf den kurvigen Bergstraßen Japans. Ich hasse das. Das ist ja wieder nur ein Abschnitt. Da muss ich wieder ein kleines, knackiges Auto nehmen. Mal gucken, mit wem ich da antreten würde. Den Gallardo. Warum nehmen wir nicht mal den Gallardo? Ah, genau, das könnte sogar passen. Ja, kann hier mit dem Gallardo fahren. Also, beim nächsten Mal geht's an dieser Stelle weiter mit dem Lamborghini Gallardo. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.